Als nächstes haben wir die Amnesty News für euch und die liest für euch heute Fabian. Ägypten. Schon seit circa 3 Jahren werden auf dem Nordsinai immer wieder Angehörige der religiösen Minderheit entführt und ermordet. So auch vergangene Woche, als 7 koptische Christen auf der Sinai-Halbinsel ermordet wurden. Aus Angst vor weiteren Gewaltakten sind hunderte Christen aus dem Gebiet geflohen. Im Februar veröffentlichte ein Mitglied der Terrormiliz IS ein Video. Darin drohen sie den koptischen Christen mit dem Tod. Die Angriffe auf Christen sind in Ägypten seit der Amtserhebung des ehemaligen Präsidenten Mohamed Mursi im Juli 2013 eskaliert. Koptische Kirchen und Häuser wurden in Brand gesetzt, Mitglieder der koptischen Minderheit wurden angegriffen und ihre Häuser geplündert. Doch der ägyptische Staat unternimmt nichts, um die Menschen zu schützen. Amnesty fordert die ägyptischen Behörden auf, die Sicherheit der koptischen Christen zu gewährleisten, sowie die Verantwortlichen religiös motivierte Angriffe gegen Christen vor Gericht zu stellen. Wir bleiben in Ägypten. Vor Merkels Reise nach Kairo in der vergangenen Woche hat Amnesty bestimmte Forderungen an die Kanzlerin gestellt. Sie soll sich kritisch zur vorherrschenden Menschenrechtslage in Ägypten äußern. Zivilgesellschaft, Medien und die politische Opposition leiden zunehmend unter staatlichen Repressionen. Diese findet oftmals unter dem Deckmantel des sogenannten Kampfes gegen den Terrorismus statt. Konkret geht es bei der Forderung an Merkel vor allem um einen kurzen vom ägyptischen Parlament von vor allem um ein vor kurzem vom ägyptischen Parlament verabschiedetes Gesetz. Mit diesem NGO-Gesetz soll die Einschränkung von Menschenrechtsaktivisten in Ägypten verankert werden. Türkei. Sein Fall erregt große Aufmerksamkeit. Der Journalist Deniz Yücel verbrachte 13 Tage im türkischen Gefängnis, bevor er jetzt in Untersuchungshaft genommen wurde. Doch der Weltkorrespondent ist längst kein Einzelfall. Rund 120 Journalisten sind derzeit in der Türkei inhaftiert. Das sind ein Drittel aller weltweit festgehaltenen Journalisten. Wer in der Türkei abweichende Meinung äußert, zahlt einen hohen Preis. Seit den ersten Protesten 2013 und gerade jetzt, im verhängten Ausnahmezustand, wurden ungefähr 160 Medien geschlossen. Tausende Journalistinnen und Journalisten haben ihre Arbeit verloren. Von einem unabhängigen Journalismus kann man in der Türkei schon lange nicht mehr reden. Deutschland. Bei Angriffen auf Flüchtlinge, Asylsuchende und ihre Unterkünfte wurden 2016 laut Bundesregierung insgesamt 560 Menschen verletzt, darunter 43 Kinder. Diese Zahlen belegen, dass dem Problem nicht genug Beachtung geschenkt wird. Das sieht auch Markus Beko, Amnesty-Generalsekretär, so. Es ist unverständlich und inakzeptabel, dass Menschen, die in Deutschland Schutz suchen, hier um Leib und Leben fürchten müssen, so Beko. Amnesty fordert ein deutschlandsweites Schutzkonzept für Flüchtlingsunterkünfte, um dem Problem entgegenzutreten. Und das waren die Nachrichten.